Promi-Geflüster nach wie vor aus dem Homeoffice, auch jetzt Lockdown Teil 2, Lockdown Light, wie es so schön heißt. Wir haben die Künstler natürlich im Interview hier über unser Online-Programm, über eCam. Da dazu gibt es einfach nur einen Einladungslink und dann sind sie auch schon in der Leitung, so wie heute Abend. Die Diana Burger und da dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo. Es freut mich, dass wir heute miteinander sprechen. Sehr gerne, sehr gerne. Klar, über Instagram haben wir uns natürlich schon angefreundet. Da sind die Schmetterlinge schon geflogen. Schmetterling ist auch gerade deine aktuelle Single und sieht eigentlich alles recht bunt aus. Und das Ganze zusammen im Beat von Stereo Act, gell? Ja, das stimmt. Das ist für mich, eine ganz besondere Begegnung gewesen, dass Stereo Act meinen Song Schmetterling nochmal bunter anmalt und so eine coole Nummer draus macht. Also ich habe es vorhin wieder im Auto gehört. Sie macht einfach gute Laune und ich freue mich immer, wenn ich positive Resonanz bekomme, wenn die Menschen das eben so sehen. Sehr gerne, natürlich, klar. Und Konfetti ins Leben ist eigentlich dein Debütalbum, was im August sozusagen Premiere gefeiert hat. Ne? Ja, ist das richtig? Das ist ein ganz besonderes Jahr für mich, ja. Ein Album zu releasen. Ich habe das Album ja auch selber geschrieben, bis auf einen Coversong, nämlich den ich mit Petra Zieger, Katzen bei Nacht, gesungen habe. Und da ist ja so viel Vorbereitung dabei und so viel Zusammenarbeit mit einem tollen Team. Und das ist ganz besonders, sowas zu erleben, das erste Album zu releasen. Also ein spannendes Jahr. Das glaube ich. Ich habe es jetzt gerade auch, wie gesagt, hier nochmal deine Biografie bzw. deine Platteninfos hier neben mir liegen. Du machst ja wirklich alles selber. Du hast ein eigenes Label gegründet und die ganze Musik. Musik ist eigentlich deine Leidenschaft. Das gehört bei dir schon immer mit dazu. Begleitet dich dein ganzes Leben, ne? Absolut. Das gehört schon immer mit dazu. Aber noch mehr Feuer gefangen hat es, wo ich angefangen habe, selber Songs zu schreiben, weil das einen ganz besonderen Zauber hat, Songs zu schreiben in unmöglichsten Momenten kommen manchmal Lieder in meinen Kopf und die muss ich dann aufnehmen. Im Handy gibt es so eine Memo-Funktion und da singe ich dann immer alles rein, was mir einfällt. Also das ist äußerst bunt, so wie mein Albumtitel heißt, Konfetti ins Leben. Und wenn man die Songs schreibt und die dann auf die Bühne bringt, das ist echt besonders, wenn die Menschen dann mitgehen. Das ist eine ganz schöne Energie, die macht mir ganz große Freude. 14 Titel sind es ja mittlerweile geworden, die auf dem aktuellen Album zu finden sind. Und wie gesagt, der 14. natürlich hier Katzen bei Nacht. Du hast es gerade schon erwähnt, zusammen mit Petra Zieger. Wie ist denn der Titel? Wie seid ihr zusammengekommen? Wie war die Begegnung? Also Katzen bei Nacht war in meiner Kindheit ein ganz, ganz großer Hit. Und ich habe Katzen bei Nacht damals hoch und runter gesungen und Petra Zieger ist ja so eine tolle Powerfrau. Und mein Musikfreund und Verleger Bernhard Büker, den ich schon seit vielen Jahren kenne, der ist auch ihr bester Freund und der hat uns zusammengebracht. Und weil das aber für mich so ein Idol war quasi von der Kindheit her, war das dann ganz witzig. Wir waren dann bei ihr im Haus und ich saß dann bei ihr auf der Couch und war so aufgeregt, dass ich nichts sagen konnte. Ja? Also das war echt spannend und lustig. Sonst bin ich wirklich nicht redefaul, ja, aber das war eine ganz tolle Begegnung, ja. Und wir haben dann den Song aufgenommen und haben dann auch das Musikvideo gedreht und es war eine ganz tolle Zeit. Wir haben eigentlich jetzt schon eine Freundschaft. Das ist doch schön, genau. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen deine Bio durchliest und auch was wir schon letzte Woche mal so ein bisschen im Vorgespräch erzählt haben, du wohnst in München, bist Wahlmünchnerin, aber deine Wurzeln sind in Thüringen. Wo das genau? Ist richtig, ja. Wo genau bist du denn zu Hause da in Thüringen?
Also ich komme ursprünglich aus Saalfeld. Das ist in Thüringen, nicht weit von Erfurt entfernt. Und meine Eltern leben dort auch noch. Das heißt, ich bin, wenn keine Corona ist, schon ein bis zweimal im Monat in Thüringen. Ja, also das sind schon meine Wurzeln. Da kehre ich gern zurück. Und ich wohne aber genauso gern in München. Also ja, das ist ja gleich direkt quasi an Bayern dran sozusagen. Ja, das Nachbarbundesland, das grenzt ja da an, das stimmt. Wie ich jetzt auch lese, du hattest eigentlich wirklich einen sicheren Job, Physiotherapeutin, wenn ich es jetzt richtig nochmal drauf habe, gell? Ganz genau, ja. Ja, und jetzt gerade dann das Ganze der Musik dann sozusagen aufgegeben, der Musik wegen. Jetzt in der heutigen Zeit Corona ist es natürlich doch nochmal etwas gefährlicher, so im Musikbusiness zu sein, denke ich mal, wenn jetzt gerade so gar nichts stattfindet, oder wie ist die Situation für dich? Frank, da hast du recht. Ich habe mir auch überlegt, ob das schlau ist, in Corona-Zeiten mein Album Konfetti ins Leben zu veröffentlichen. Aber es hat einfach gebrannt. Es musste raus und ich konnte da jetzt nicht noch ein Jahr warten. Man kann, ich glaube, bei Musik nicht ganz so viel mit Kalkül machen. Also man kann nicht sagen, ich mache das, wenn das passiert, sondern ich glaube, Musik ist eine Leidenschaft und eine Sehnsucht und wenn man die so fühlt, dann kann man es gar nicht für sich behalten. Ja, das stimmt, das ist richtig, durchaus, genau. Und natürlich, wann bestimmt auch mal wieder bessere Zeiten kommen und da hoffen wir natürlich alle drauf. Ich denke mal, dieser zweite Lockdown, der wird jetzt hoffentlich nicht so lange anhalten wie der erste und für nächstes Jahr, dass es da hoffentlich bald vorangeht. Wo kann man dich denn jetzt so noch bewundern sehen? Gibt es ein paar Fernsehauftritte, die du jetzt vielleicht wo anstehen oder angestanden sind schon? Also, ich bin jetzt im November, wird eine Aufzeichnung für den MDR gemacht, für das Format Musik für Sie. Und da freue ich mich schon sehr. Und das ist eine große Ehre. Wer Schlager macht oder deutsche Musik macht, da ist der MDR ganz, ganz wichtig. Und deswegen freue ich mich schon sehr auf den Auftritt bei dem MDR. Ja, also MDR ist natürlich ziemlich stark immer da mit Schlager. Bayern, der Bayerische Rundfunk ist ja leider nicht mehr ganz so. Da gut, es gibt Bayern Plus natürlich, auch mit der großen Hitparade immer am Freitagabend. Das darf man auch nicht vergessen, ganz genau. Ja, Auftritte wären für dich jetzt dieses Jahr, hätten da welche stattgefunden oder wie sieht's aus, wenn du auf der Bühne bist? Ja, es hätten ein paar kleinere Auftritte schon stattgefunden und gerade für mich ist es als Künstlerin und als Sängerin eigentlich das Wichtigste, live zu spielen. Also der direkte Kontakt zu dem Publikum, das ist immer irgendwie so ein Ping-Pong-Effekt, weil die Energie hin und her swiped, ja. Und das ist eigentlich das, man schwebt zum Schluss von der Bühne. Also ich liebe es, live zu singen und auch unplugged zum Beispiel nur mit einem Perkussionisten. Man kann so viele schöne Dinge machen. Also man braucht nicht nur den großen Rahmen, man kann es auch im kleinen Rahmen machen. Und das fällt natürlich jetzt weg, aber ich werde jetzt immer ein bisschen was auf Instagram live mit der Gitarre spielen. Ich schreibe ja auch alle meine Songs mit Gitarre. Und also ich bin durchaus da. Sehr gut. Weil du jetzt gerade erwähnst, Gitarre, wer es die Diana Burger schon jetzt mal gesehen hat, die Videos vielleicht auch schon gesehen hat, sie ist grün, eine wirklich tolle grüne Gitarre, die sticht also farblich richtig hervor. Jetzt muss ich dich gerade vielleicht ein bisschen überfallen. Ist die eigentlich jetzt gerade irgendwo in der Nähe? Wäre die griffbereit? Schau mal her. Ich habe jetzt nicht die grüne da, aber die braune. Okay, der Klang wird der gleiche sein. Ja, Ja, der sehr Klang ist schön. auch sehr schön. Mein, ja, wenn du es schon da hast, ich weiß ja nicht, kann man vielleicht ein bisschen ganz kurz was anstimmen? Also wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber vielleicht, was hast du Du vorbereitet? darfst dir was wünschen. Entweder ich spiele den Schmetterling, der jetzt gerade überall noch entlang fliegt, auch wenn es nicht mehr ganz so warm ist, aber in unseren Herzen fliegt schon der Schmetterling noch umher. Oder ein Song, der bald
veröffentlicht wird. Der heißt Dein schönes Herz. Du darfst es dir wünschen. Es sind beide sehr verlockend. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal den Schmetterling. Genau. Schmetterlinge im Bauch, die kann man immer haben, oder? Ja, unbedingt. Die dürfen nie aufhören zu fliegen. So ist es. Ich küsse dich jetzt, auch wenn's mich verletzt, die Gegenwart zählt. Glaub mir, ich bin du explodierst mit mir ins Leben, will dir alles geben, bis ich die Welt noch schneller und bunter dreh. Ich halte dich fest, ich will dich jetzt tanzen und schweben mit dir das Leben. Dir durchs Leben. Ich fühle mich wie ein Schmetterling. Ich flieg so frei. Ich flieg zu dir, weil mein Herz friert und es wohl sind. Ich küsse dich jetzt, auch wenn's mich verletzt, die Gegenwart zählt. Glaub mir, ich bin bereit für dich und unsere Zeit. Und unsere Zeit. Jawohl! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das Danke. Ist doch eine schöne Einlage gewesen. Genau, die Schmetterlinge. Und jetzt, auch im Herbst, sind sie immer noch unterwegs, dank der Diana Burger. Ja, die ganzen Titel, die wirklich drauf sind, sind alles irgendwelche Geschichten, die du auch erlebt hast, oder wie kommen sie zustande? Also die Titel, die drauf sind, die sind eigentlich ganz unterschiedlich entstanden. Zum Beispiel, ich schreibe mitten im Leben, ja. Ich habe zum Beispiel den Titel Sehnsucht auf dem Geburtstag von meiner Mama geschrieben. Da saßen wir in Thüringen alle an so einem Kaffeetisch und da waren die Verwandten da und die Kinder sind um den Tisch gesprungen. Und auf einmal kam mir diese Melodie in den Kopf und meine Gitarre war auch in der Nähe. Und dann habe ich mich ein bisschen an den Rand gesetzt und dann habe ich den Song angefangen zu schreiben, ja. Und vor einer Woche bin ich nachts auf einmal aufgewacht und hatte auch so eine Melodie im Kopf und dann habe ich mit mir gerungen, Engelchen und Teufelchen. Engelchen wollte schlafen, ja. Und naja, ich habe dann bin dann aufgestanden und an meine Gitarre und habe mein Handy genommen mit der Memo-Funktion und habe angefangen, den Song aufzunehmen. Und das ist so toll, weil der dann in der Früh wieder noch da war, ja. Also ich habe nicht verschlafen, den Song. Man muss echt die Melodien greifen, so wie sie das Leben einem quasi ins Herz spült oder in den Kopf treibt, ja. Also so passiert's. Schön ausgedrückt, genau. Und jetzt, wenn ich gerade auf deiner Homepage nochmal schaue, da sehe ich gerade noch eine CD, Lauschen und Träumen, die schönsten Kinderlieder. Was hat es denn damit auf sich? Also ich hab mich damals mit 19 dann, ich wollte nach Berlin gehen, um professionell Musik zu machen. Und am Tag der Entscheidung habe ich dann den Vater meiner Kinder kennengelernt und dann haben wir uns verliebt und ja, dann war die Liebe größer, sage ich mal, und die Sehnsucht nach Familie war schon immer da. Und dann habe ich mit der Musik aufgehört und irgendwann musste ich aber wieder Musik machen und dann bin ich in die Kinderklinik, in die Haunische Kinderklinik in München gegangen und spiele fast seit 10 Jahren dort ehrenamtlich jeden Mittwoch, also natürlich
wenn kein Corona da ist, spiele ich dort. Und dann ist mir die Idee gekommen, weil die Kinder ganz oft gesagt haben, ich will dich hören, ja, die Songs, ich möchte dich auch hören, wenn du nicht mittwochs da bist. Und dann habe ich die CD aufgenommen von Lauschen und Räumen, und es sind so ganz lustige Kinderlieder drauf, ja. Zum Beispiel, die Jole wäscht sich nicht. Und wenn ich das spiele, da lachen immer die Kinder, und die Mama sagt immer, siehst du, wenn du dich nicht wäschst, dann geht's dir wieder Jule. Und das sind quasi die Kinderlieder, die ich früher auch als Kind gehört habe und die mir so nahe liegen, und die habe ich dann aufgenommen. Sehr schön. Auch eine nette, ja, zusätzliche CD und mit wirklich netten Ideen, die man da von der Diana Burger hören und erleben kann. Dankeschön. Ja, sehr schön. Ja, jetzt geht es ja langsam ja auch zu Ende. Ich denke mal, dieses Jahr wird es sowieso ein bisschen, ja, das Ganze alles ein bisschen die Vorweihnachtszeit anders verlaufen, als man es vielleicht gewohnt ist. Wie gehst du in die Vorweihnachtszeit oder in die Weihnachtszeit rein? Ich liebe Weihnachten und ich muss immer alles schmücken, ja. Also ich bin da, glaube ich, habe das ein sehr mädchenhaftes Gen in mir drin. Und ja, das ist so, wenn der Kamin knistert und alles schön dekoriert ist. Und ich habe da auch viel mehr, noch mehr Lust, Gitarre zu spielen. Und dann kommen die Weihnachtslieder. Also diese Frequenz mag ich total gern. Und das ist natürlich dieses Jahr ein bisschen getrübt durch Corona jetzt, weil man nicht weiß, wie sich das weiterentwickelt. Aber am Ende müssen wir das, was wir haben, schätzen. Und ich werde viel Musik machen und auch viel Musik auf Instagram und Facebook stellen. Und Sehr schön, wer sehr Lust schön. hat, das zu hören, da freue ich mich natürlich. Ja, auf alle Fälle. Dann wirst du jetzt dieses Jahr die Eltern gar nicht treffen oder geht es doch noch irgendwie noch nach Thüringen Ja, zu Weihnachten? ich will natürlich auch meine Eltern schützen, ja. Also mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Wir sind eine sehr flauschige Familie, also sehr eine innige Familie. Ich will da noch gar nicht dran denken. Also ich gehe momentan noch vom Besten aus, ja. Drückt man die Daumen auf alle Fälle. Wenn man Ja. dann jetzt wirklich so nach vorne schaut, wie sind deine Wünsche so fürs nächste Jahr? Gibt es da schon irgendwelche, ja, wie sagt man wieder, ja, gute Vorsätze will ich jetzt mal noch nicht sagen, aber einfach Wünsche und vorausschauend. Was wünscht man sich? Ich wünsch uns allen eigentlich Gesundheit und Zufriedenheit, und ich würde mich so freuen, wieder live auf die Bühne zu können und die Menschen live zu sehen. Das wäre mein Wunsch. Ja, denke mal, es ist ein Wunsch von vielen und meiner persönlich natürlich auch, dass wir uns wirklich alle gesund, vor allen Dingen wirklich gesund nächstes Jahr irgendwo wieder begegnen. Wie gesagt, wie du sagst, auf einer Bühne, das wäre natürlich ganz toll. Und ich denke mal, das sollte auch spätestens Mitte nächsten Jahres irgendwo wieder möglich sein. Ja, Ja, das wäre schön. drückt man ganz fest die Daumen. Gut, dann haben wir doch jetzt einiges schon mal für den Anfang erfahren von Diana Burger. Wenn man noch mehr wissen möchte, wo kann man noch nachschauen? Sag nochmal schnell deine Internetseite, Homepage und Facebook, YouTube und so weiter. Social Media bist du ja eh zugange. Also ich versuche jetzt mal meine Visitenkarte aufzuerzählen. Also ich bin bei Instagram Diana Burger unterstrich official und auf Facebook ebenso Diana Burger official. Und meine Homepage ist www.dianaburger.de, und zwar alles zusammengeschrieben. Alles zusammen, sehr schön. Prima, dann sage ich mal nochmal recht herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast, hier in unserem Stream und in unserem ja, aktuellen Interviewkulisse sozusagen mit dabei zu sein. Denn anders geht es leider momentan nicht. Aber irgendwann, wie gesagt, treffen wir uns auch und dann machen wir nochmal was Schönes. Und ansonsten einfach jederzeit melden. Immer willkommen. Vielen Dank für das schöne Interview, lieber Frank. Das hat mir großen Spaß gemacht, und ich freue mich, wenn wir uns dann nach Corona-Zeit mal live sehen. Unbedingt, genau. Also, mach es gut, bis bald und alles Gute. Bis bald. Tschüss.